Herzlich willkommen an der Hochschule Makromedia. Ich bin Rebecca, ich leite die Studienberatung hier am Standort Hamburg. Und ich treffe mich heute mit Christian Grollmann. Er hat uns begleitet bei einem neuen Studiengang. Wir starten nämlich zum Wintersemester den Studiengang E-Sports und Games Management. Und ja, Christian, magst du dich bitte einmal vorstellen? Ja, moin. Also vielen Dank schon mal für die Einladung. Ich bin selber hier nicht unbedingt bekannt, aber zumindest unsere E-Sports-Organisation kennt man hier in der Nitro League. Das ist nämlich Minx. Ich bin selber hier Dozent an der Makromedia, aber nicht hauptberuflich. Da bin ich nämlich PR- und Marketing-Manager. Früher war ich Pressesprecher der Handball-Bundesligamannschaft der Füchse Berlin. Und daher kommt auch unsere, sagen wir mal, Nachwuchsarbeit mit Professionalisierungsgrad Profi-Handball. Nachdem ich hier auch selber studiert habe, bin ich Radiomoderator gewesen, bin dann, wie gesagt, in die Handball-Bundesliga gegangen. Mittlerweile berate ich hier die Hochschule beim Thema E-Sport. Ja, das ist auch schon unser Stichwort. Christian, warum passen deiner Meinung nach E-Sports und Games Management und die Hochschule Makromedia so gut zusammen? Also ich habe hier selber Journalistik studiert, angefangen 2011. Und damals habe ich schon festgestellt, dass E-Sport hier bei manchen Professoren, die übrigens erstaunlich jung sind an vielen Stellen auch, also das ist schon mal sehr angenehm, dass das Thema E-Sport da schon eine Rolle gespielt hat. Beispiel Professor Dr. Thomas Hawkey, der hat damals mich in Journalistik unterrichtet, der unterrichtet das immer noch. Bin jetzt im Prinzip Dozent bei ihm, aber er hat damals schon gesagt, E-Sport hat ganz viel mit Sport zu tun. Und er hat damals schon gesagt, Leute, wenn jemand seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit, wie auch immer, im Thema E-Sport schreiben will, gerne. Das heißt, hier wurde schon vor 10 Jahren das Thema hochgehalten. Bisher ist der Eindruck bei mir entstanden, dass hier E-Sport wirklich schon gelebt wird, bevor es diesen Studiengang gibt. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur eine logische Konsequenz, den jetzt auch einzuführen.